Herzlich willkommen zu Was Redest TV. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Heute geht es um Destiny 2. Ich würde euch gerne hierzu ein paar Infos näher bringen. Also zum Gameplay. Was ich selber herausgefunden habe, ist, dass die Hüter mittlerweile an Kanten hochklettern können. Ja, der Titan, der kann auch nicht mehr wirklich runterfallen, da er einen Schub nach oben bekommt, wenn man springen drückt. Das konnte vorher nur der Jäger, den konnte man ja nicht wirklich runterschubsen. Ja, sonst, es gibt drei neue Klassen, beziehungsweise wurde der Klingentänzer beim Jäger, beim Titan der Verteidiger und beim Warlock der Sonnensänger geändert. In Axe Raider beim Klingentänzer, Sentinel beim Titan und beim Warlock der Dawnblade. Was bedeutet das genau? Also es wird wohl mehr Spielspaß folgen, da ja der Sonnensänger ganz oft auf seiner Super sitzen geblieben ist. Und sie vielleicht auch gar nicht eingesetzt hat. Oft wurde das Spiel so auch ausgetrickst. So wurde zum Beispiel der Raid Oryx solo gemacht mit dem Warlock. Das war absolut nicht im Sinne von Bungie. Ja, nun hinterlässt der Warlock mit seinem Feuer-Solar-Fokus Chaos, indem er Feuerblitze schießt. Der Arx-Schrader kann sich nicht mehr unsichtbar machen, was nun auch das Spiel ausgeglichener machen soll. Dafür heizt er seinen Gegner mit einem Akkustock ein. Ja, und der Sentinel, der hat ja ein Schild, was er aktiv oder passiv einsetzen kann. Er kann nach wie vor einen Bubble stellen. Das hat wohl mit seinem Fanclub, den er hat, zu tun. Ja. Eigentlich finde ich es nämlich unfair, weil er kann auch seinen Bubble sehr passiv, ja, passiv halten und den dann auch unfair einsetzen. Aber ja, er hat Glück, er hat einen Fanclub hinter sich und der Bubble bleibt bestehen. Nicht nur das, der hat ja jetzt einen Bubble und ein Schild. Aber ich als Titan möchte in dem Punkt mal nicht meckern. Mit dem Schild kann er zum einen sich schützen, ja, er kann das Schild werfen oder im Nahkampf nutzen. Gründe der Änderung sind laut Bungie, um den Spielspaß zu steigern. Ich bin ja mal gespannt. Ja, im PvP-Bereich wurden Änderungen im Matchmaking vorgenommen. Diese werden wahrscheinlich in die PC-Beta bereits mit einfließen. Das heißt, im kompetitiven Modus gibt es nicht mehr Wartezeiten. Um ähnlich geskillte... es gibt mehr Wartezeit, um ähnlich geskillte Partner oder Gegner zu finden. Was ich da sehr toll finde. Ja, es wird wohl nicht mehr 6 gegen 6, sondern 4 gegen 4 sein. Das ist aber noch nicht bestätigt. Zu den Waffen. Es gab ja bereits primär, sekundär und schwere Waffen. Ja, alle One-Shot-Waffen sind von nun an schwere Waffen. Das heißt Fusionsgewehre, Sniper, Pumpen, ja. Man erhält also bei den Waffen auch nur zu bestimmter Zeit im PvP-Bereich Munition. Was noch nicht bestätigt ist, dass Waffen aus Destiny 1 in Destiny 2 einfließen sollen. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Ich hoffe nicht. Wäre ja sehr langweilig. Allerdings wissen sie ja auch, wie sie Altes neu verwerten und wieder ins Spiel einfließen lassen, wie wir ja wissen. Was ist sonst noch zu den Waffen zu sagen? Man hat künftig nur noch Primärwaffen, beziehungsweise zwei Primär- und ein Slot für eine schwere Waffe. Also Primär 1, Primär 2 und die schwere. Schwere Waffen sind künftig auch nicht mehr schwere, sondern werden Powerwaffen genannt. Dann gibt es Energiewaffen, das sind die Waffen mit Schaden, also Solar, Akkus oder Leere. Ja, und dann gibt es eben noch die Kinetikwaffen, wie man hier auch sieht. Das sind auch Kinetikwaffen, die ohne, also bisher sind ja die ohne Schaden Kinetikwaffen. Künftig ist es auch die, die ohne Schaden sind, sind Kinetikwaffen. Die finden einen extra Slot dafür. Dort gibt es dann Automatikgewehre, Impulsgewehre, Scout, Handfeuer, Pistolen und Maschinenpistolen. Ja. Der Schaden von den Kinetikwaffen soll höher sein als der von Energiewaffen, was sehr interessant ist, weil wir eigentlich davon ausgehen, dass Waffen mit Schaden erhöhten Schaden haben. Das ist hier bei Destiny 2 aber nicht mehr der Fall.
Man kann zwar im PvP-Bereich jemanden mit einer Energiewaffe besser aus der Super holen, aber an sich sind Kinetikwaffen stärker. Also du kannst auch im PvE-Bereich einen Endgegner mit einer leeren Waffe mit Arkus beschießen. Das macht gleich viel Schaden, ob mit Arkus oder leere, das ist egal. Da muss nicht gleicher Schaden auf gleichen gehen. Aber man gibt ihm wohl eine Bombe damit. Das ist wohl der Unterschied zu einer Kinetikwaffe. Das macht aber keinen Unterschied im PvP. Da ist es ja nur reinweg in der Super würde man ihm da mehr Schaden machen. Und das ist dann auch egal, welche Waffe, also welcher Waffenschaden. Ja, aufgrund der Beta wurde bereits die Abklingzeit der Supers runtergeschraubt. Die hat ja vorher ewig gedauert. Ja, der Granatenschaden, der ist erhöht worden. Und es soll wohl mehr Power-Munition geben. Das hat bisher auch einmal am Ende der Runde. Ja, ich bin da nicht sicher, ob das so gut ist. Manche warten ja jetzt schon auf die schwere Munition. Ja, einiges wurde schon gefixt. Zum Beispiel der unendlich Super-Glitch. Ich glaube, das war beim Titan mit dem Sentinel und dem Schild. Die Range des Warlock-Nahkampfes wurde entfernt, was ich persönlich auch sehr nice finde. Die fuckt ja manchmal schon ein bisschen ab im PvP-Bereich. Ja. Okay, das war's erstmal. Ich könnte jetzt noch einiges mehr erzählen, aber ich denke, ich will nicht alles erzählen, weil ja, es soll ja auch noch ein bisschen was auf uns zukommen und uns nicht komplett die Freude genommen werden. Also möchte ich nicht alles spoilern. Aber ein paar Infos habe ich dennoch. Es wurde nun bestätigt, dass man doch auf Destiny 2 Sachen übertragen kann. Das ist allerdings auch nur interessant für Hüter aus Jahr 1, also die ganzen Veteranen. Denn man braucht den Triumphmoment aus Jahr 1. Das heißt, wer Jahr 1 hat, alle 10 Triumphmomente, aus Jahr 2 alle 8 Triumphmomente und in Jahr 3 Rang 7 ist, zudem 5000 Grimori-Punkte erreicht hat, ja, und halt einige Embleme hat bis zum 1. August, ist jetzt längst verstrichen, der kann oder der bekommt das mit übertragen. Das heißt, es werden einige sein, weil das eine Emblem hat man einfach durch die 10 Triumphmomente schon, also dieses Laura Primär-Emblem. Man kann auch, also an alle anderen, allgemein kann jeder seine Charakteroptik mitnehmen, seine Klasse und das Einstellungsdatum. Und man hat halt die Möglichkeit, diese Veteranenbelohnung zu bekommen. Die Veteranenbelohnung, eigentlich ist keine Belohnung, ist einfach nur, dass du deine Embleme mit rüber nimmst, die du ja im vorigen Spiel bei Destiny 1 schon verdient hast. Ist aber auch ganz nice, weil zu Emblemen gibt es auch noch was zu sagen. Und zwar, bisher war das Emblem ja nur im Namen sichtbar. Das heißt, wenn wir im Menü schauen, man sieht hier schöne Embleme mit Namen, aber das war dann auch schon alles. Was sich in Destiny 2 ändert, ist, dass hier oben in der Leiste das Emblem mit einfließen soll. Das heißt, wir haben ein Design im Menü. Finde ich auch sehr schön. Ja, bin ich mal gespannt. Okay, außerdem habe ich für euch noch folgende News. Engramme wird es weiterhin geben, die wir schön entpacken können. Es soll wohl ein Engramm hinzukommen, das ist das weiße Engramm. Aus diesem weißen Engramm kommt Prestige-Loot. Zu dem Loot werde ich nachher noch ein bisschen mehr erklären. Ja, jetzt meine nächste Info. Und zwar gibt es momentan eine Partnerschaft zwischen Destiny und Rockstar. Das ist auch sehr interessant. Da wird auch momentan richtig viel in den Communities gespoilert und gespammt, deswegen. Und zwar gibt es momentan von Rockstar Dosen mit Destiny-Codes. Über diese Destiny-Codes kann man pro Account und Namen täglich in Destiny 2 drei Codes einlösen und dafür blaue Gramme erhalten. Ja, und da wir wissen, dass manchmal das Spiel auch buggt oder laggt oder wie auch immer, es kann auch sein, dass ihr ein verbuggtes Engramm erhaltet und da vielleicht sogar Lilanes rauskommt. Aber dazu möchte ich, ja, vielleicht habt ihr Glück, vielleicht auch nicht. Ja, diese Dosen, ich habe mir gleich palettenweise das geholte Zeug. Ich werde die wahrscheinlich noch verlosen in meinem Stream. Also schaut einfach mal vorbei, falls ihr nicht an diese Dosen rangekommen seid. Ja. Zum PvE-Bereich habe ich noch Folgendes zu sagen. Wo sind wir hier?
Patrouille. Es wird Adventures in Patrouillen geben. Das sind neue Missionen, wobei Dinge eingesammelt werden müssen, zum Beispiel, oder was weiß ich, irgendwas gesucht werden muss. Man erhält hierbei nebenbei Infos zur Story und zu Gegnern, was ich sehr gut finde, weil geschichtlich war ja bisher Destiny ein bisschen mau. Dann, es wird verlorene Sektoren geben, Dungeons sozusagen, die sind neu. Ja, man wird irgendwo Zeichen sehen. Und ja, man muss dann den Eingang zum Sektor finden, der manchmal versteckt ist. Und der Loot, der dann aus diesen Dungeons rausspringt, der tut sich je nach Gegnerzahl. Also der orientiert sich an der Gegnerzahl. Dann wird es weiterhin heroische Events geben auf Patrouille. Man kann da verschiedene Schwierigkeiten einstellen. Ja, wird sehr interessant. Vielleicht kommt da auch am Ende mal ein Major. Da dürfte es dann auch schön Loot geben. Ja, was gibt's noch? Es gibt dann noch dazu Flashpoints. Das ist ein sich änderndes wöchentliches Live-Event, wo man Prestige-Loot droppen kann. Ja, es gibt dort diese erwähnten weißen Engramme. Die weißen Engramme sind der Prestige-Loot. Was habe ich noch? Genau, zum Raid könnte ich noch ein bisschen was erzählen. Im Raid werden weiterhin 6 Leute sein. Man wird jetzt aber wohl die Möglichkeit haben, wenn man seinen Trupp nicht voll bekommt, über Guided Games Leute für Raid oder auch für die Dämmerung zu finden. Das heißt also eine random Spielersuche. Das gab es vorher nicht bei diesen schwierigen Sachen. Ja, finde ich auch nice. Bin ich mal gespannt. Zudem, man hat bei dieser Suche die Möglichkeit, den Clan etc. einzuschauen und dann abzustimmen, ob man denjenigen haben möchte oder nicht. Was noch zum Raid? Es wird wohl nicht mehr so sein, dass man stirbt im Hard Mode. Vorher ist man ja gestorben, war dann tot und war eigentlich eine Last für seinen Trupp. Jetzt wird es so sein, dass man eine andere Bestrafung bekommt. Also, ich weiß nicht genau, vielleicht ist dann plötzlich die Munition weg, man hat eine Sperre-Munition, die Super ist weg, sie lädt sich langsam auf, keine Ahnung, vielleicht habt ihr irgendeine Idee, könnt ihr gerne mit reinposten in die Kommentare. Das ist wohl auch noch nicht ganz klar, ist noch nichts Bestätigtes, aber es wird wohl nicht mehr so sein, dass man tot ist und dann, ja, aber es gibt eine andere Bestrafung für Sterben. Bin ich mal gespannt, wie sie das genau deichseln. Das heißt aber nicht, dass es deshalb einfacher wird, ja. Okay, zum Clan hätte ich noch was zu sagen. Clan kann transferiert werden vom Admin in D2. Ja, muss er vorab machen. Okay, ich glaube, das war's auch schon. Ja, ich hoffe, ich war nicht zu abgehackt. Ich habe die Sachen hier alle abgelesen. Waren jetzt ein paar Infos. Ich hoffe, da sind keine Fehler mit drinne. Meine Quellen sind zum einen die Beta, die ich ja selber spielen durfte. Dann ziehe ich sehr viel aus meinen MMO und aus sonstigen Communities. Ja, ich hoffe, war soweit interessant. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gespoilert. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen warm gemacht. Ja, und dann freue ich mich eigentlich auf den 6. Ich glaube, die Vorbesteller, die haben ja eine Woche vorher schon Zugang. Ja. Naja, wird auf jeden Fall sehr interessant, nachdem Destiny 2 ja zu den besten PC-Spielen 2017 gekürt wurde, Verträge mit Activision und Blizzard unterzeichnet wurden. Ja, das kann, denke ich, nur interessant werden. Und ich denke, die Spieler, die können sehr gespannt sein. Ja, und was stimmt, ich habe ja auch gehört, irgendwie im PvE-Bereich soll es an die 80 Strikes geben und etlich mehr PvP-Maps, wie es bisher gibt, was wohl für keine Langeweile sorgen soll. Ja, ich bin gespannt und freue mich. Also haut rein, bis zum nächsten Video. Hoffe, hat euch gefallen. Wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, würde ich mich freuen. Lasst gerne ein Abo da. So, ich habe das Video nochmal ein bisschen überarbeitet. Genug gequasselt. Ciao, bis zum nächsten Mal bei Was du redest TV.